So, und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem Mainstream. Wir spielen heute dieses Spiel hier. Hat einfach die Kamera umgeschossen. Wir spielen Planet Coaster. So sieht's aus. Jung. Wir sehen auch schon Leute. Das sind wohl Leute aus meiner Freundesliste. Und mein Charakter. Ja. So, ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Es gibt den Karrieremodus, Sandbox-Modus, Ausführungsmodus, Navio, Editor, Tutorial-Videos. Tutorial, wir sollten uns vielleicht als erstmal die Tutorial-Videos angucken. Also ich sollte mir die angucken. Und dann mal würde ich meinen neuen Park erstellen. Weil die Karriere, der Karrieremodus soll nicht so toll sein. Daher, ja gut. Ich habe schon mal so ein bisschen hier mein Park 1. Hab ich mal so ein bisschen was. Hab schon ein bisschen versucht. Damit ich hier nicht komplett blind reingehe. Aber ja, es gibt noch ein paar Ecken, wo ich mit der Störung nicht ganz mit den Bauten noch nicht ganz klar komme. Vielleicht helfen mir die Tutorial-Videos ein bisschen. Ich glaube, da gucken wir mal, wo ist das Mann? Oh, okay. Das ist eine Oberfläche. Das sind YouTube-Videos, die wir uns jetzt angucken. ist ja sehr gut. Sehr fantastisch. Mails, Booster, Dark Management, Advanced Manage. Ja, gut, da kriegen wir das schon hin, irgendwie. Würde mal sagen, wo kann ich einen neuen Plan machen, einen neuen Park machen? Erstellen. Nö. Hoppla. Das wollte ich nicht. Können wir einen Park machen? Karriere, Herausforderung, Sandbox, gespielte Szenarien. Muss den Erdpark löschen, um ihn zu erstellen, oder was ist los? Gut, wäre jetzt auch nicht so wild. Basic. Basic Verstehen des Spiels. Mein Pax. Brauche ich jetzt ein Tutorial, um ein Spiel zu starten, Moritz? Ein Szenario, neues Szenario. So, ich kann mal gucken. Tropen, Wüste, Graslandschaft, Stadt, Alpin, Laubwald, Arktis angepasst. Eigene Umgebung. Jetzt haben wir schon unseren eigenen Park machen wollen. Passen wir es doch mal an. Können wir so wie in Minecraft irgendwie verschiedene Biome haben oder? Anfangsumgebung. Wie das Traum, auf dem wir angepasst passieren.
Heißt ändern. Jetzt kann ich den ganzen Untergrund, jetzt kann ich sagen, dass die Tropenboden anders aussehen sollen. Nicht so sein sollen, also grün sein. Nee, komm, das mal. Laubwald. Das wollen wir nehmen. Laubwand, Alpigen. Bergen, Tropen, Wüste. So eine Stadt wäre natürlich neben einer wuseligen Stadt, da kommen sehr viele Kunden sofort. Da hat man natürlich keine Probleme mit. Am Berg in die Truhen finde ich schon irgendwie cool. Ein Laubwald wäre auch nicht schlecht. Und immer Alpin. Das müssen wir dem ganzen Namen geben. Wie nennen wir denn den ganzen Park? Wir haben es Juli. Da können wir auch mal thematisch was im Park. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt, ob das was wird. Aber mal so ganz kitschigen Namen jetzt hier mal. Man kann es später auch noch ändern, aber nennen wir es doch wie die Spendenaktion, die ich jetzt hier im Pride Month mache. Für Pride. Spaßpark, irgendwo Pride. Wonderland. Nehmen wir mal Wonderland. Let's go. Okay, hier haben wir ein kleines Tutorial. Erstelle ein Szenario für dich selbst und für andere Spiele. Benutze Szenario Editor, um. Okay. Um mit Einstellungen wie Zielen, Forschung, Demografik, Finanzen, Personal und viel mehr zu spielen. Okay, hier oben die Icons. Oh, jetzt habe ich das andere geklickt. So scheiße. Zielvorschriften. Leicht, mittelschwer. Ziel hinzufügen. Zielort, Park gewinnen. Darlehen zurückzahlen. Geht gesamt. Park gewinnen. Parkwert. Gäste anzugäste. Ja, das Szenario können wir dann. Ich wüsste, wird erstmal einen Park bestellen und dann mal gucken. Erstmal reinstarten, erstmal was bauen. Bevor wir dann das Ziel setzen. Kommen auch schon die ersten Gäste, die hier traurig wieder abziehen, weil es hier nichts gibt. Ich finde es gut, wenn man hier irgendwie am Anfang so ein bisschen so in den Straßen wie so einen großen Platz bauen, so ein bisschen. So ein Willkommensplatz, wo es dann auch so ein paar Stände hier rundherum gibt, wo es einen Merch-Shop und so weiter, wo noch ein bisschen Empfangsladen, so ein bisschen, und hier haben wir schon, können auch unsere eigenen Sachen bauen. Da gibt es auch ein paar vorgegebene Sachen. Buso, der Clown. Wir können später wahrscheinlich in andere Richtungen gehen, können wirklich dann mehrere Parkgebiete machen, werde ich wahrscheinlich auch drüben so ein bisschen Sci-Fi, dort ein bisschen Piraten, dort ein bisschen alles von allem. Und wer ist denn für den Anfang mit
Mit so einem wunderschönen hier, mit so einem. So ein Märchen da mit Eingang. Das wäre noch so ein bisschen so. So käme man in eine Stadt. Ein bisschen sogar. Geladen. So ein Startdings hätte ich ganz gerne mal. Erstmal. Bestimmt. Großes Gebäude. Muss meine Option mal ein bisschen, ich meine, da ist gerade nicht viel zu hören, aber ein bisschen Audio. Klang nicht lauter macht. Sind denn jetzt wieder diese die Eingänge her? Oh, die Achterbahn. Das muss auch noch irgendwann. Die Lichtschirme. Ganz viel, was wir hier ausprobieren können. Spezialeffekte. Einmal erstmal ein Gang. Harten Märchenbuch-Eingang. Hätte auch was. Bisschen harter Schluss. Trieben war das, das war in der Höhe verstellen. Störung. Das war drin. Macht man so rum oder so rum? Ey, so rum, man soll es da von innen. Wenn man zurückblickt, so schön sehen. Hier kommt man eh durch den Berg. Das muss natürlich auch so platzieren, dass man hier so schön dran bauen kann. Wir machen es so, dass wir es hier mit dem Berg verschmelzen. Ich glaube, wir können die Landschaften sowieso nochmal anpassen. Erstmal hier platziert und schon wird Abend. So ist hier mir was zurecht. Hier ist der Parkeingang. Den ganzen Standard. Oh, jetzt kommen Eintrittsfragen.
bevor wir noch nichts haben. Machen wir mal, wenn wir was haben. Ich finde, am Anfang sollten wir so einen so Platz haben. Einen großen Platz, wo man sich so alles so dreht, wo man hier so ein bisschen, habe ich schon gesagt, irgendwie mit dem. So eine Art Marktplatz. Gebäude vielleicht. Sonstiges tun. So welche noch. Restaurant und Kaffee soll es auf jeden Fall geben. Tee ist auch ganz. Ein Burg-Hotel natürlich nice. Toiletten ganz wichtig. Piratenlein. Hier waren die Parkeingänge. Personalgebäude. Auch ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das habe ich beim ersten Mal vergessen und dann hat mich das Spiel ja ermahnt, dass ich keine kein Personalgebäude habe. Ich glaube mal so in zwei Personalgebäude setzen. Ich glaube, ich gucke mal gleich nach einer Playlist, dass die irgendwie im Hintergrund anmachen kann. Und so ziehen. Sind sie noch zu ruhig? Da muss ich jetzt mal vier hin. Das Spiel ist nicht beklagt. So, gibt es hier noch irgendwie ein Restaurant anpassen? Facebook mal und zack. Bei Straßen irgendwo was, dass man ja platzmäßig was macht. Breite 3 Meter. Normaler Asphaltweg. Wasserschlange. Was ist das denn? Warteschlange, die ich jetzt hier mache. Also jetzt erstmal nur der Start-Dings. Geht das nochmal noch nicht rein. Kann ich aber irgendwas. Schon Fahrgeschäft muss ich da nicht hinpacken. Dann sind wir gut hier. Nicht auf was, aber.
Gebietwasser. Kommt alles noch, würde ich sagen, aber erstmal am Eingang muss irgendwie, das muss vielleicht mit Studiert irgendwie, vielleicht müssen wir da irgendwie Turbo-Zäune, Statuen, Monumente. Steam Workshop, gibt es da irgendwas? Da kann man einiges runterladen, glaube ich. Irgendwie ein Platz. Süßer Platz mit Restaurant und Fahrgeschäft. Marktplatz, und das meine ich doch, dass man so am Anfang so ein bisschen einen Marktplatz hat. Ein bisschen. Der sieht aber auch gut aus. Thematisch hier. Schauen wir mal. Und erstmal alles reinnehmen. Ach du Scheiße, das wird. Das sieht schon mal spacey aus. Oh ja. Das brauchen wir hier. Was gibt's hier noch? Den Fürst im Herzen. So. Platz sieht der aus. Gar nicht mal so schlecht. Ich weiß noch, dass das riesige Ding wird in der Mitte zurücknehmen. Und wenn das Fahrgeschäft dort, können wir uns fast machen. Okay. Safe Wasseraufbereitungsanlage. Ist man Fusionsturm. Wo ist denn der Marktplatz, den ich mir gerade? Die du nicht runtergeladen hast. Jetzt bricht das Spiel ab.
Ja. Wenn wir die Erweiterung davon nicht haben, können wir wahrscheinlich einiges nicht machen. Möglichkeit. Der Marktplatz, hier haben wir den doch. Ein moderner Marktplatz in der Stadt oder wie? Ja, da dachte ich eher an was anderes. Irgendwas so ein. Ist das so ein großes Kreischen in der Mitte und dann, wo man halt, ja. Das muss ich wahrscheinlich selber wieder zurecht basteln. Oh je. Hoch. Bin ich fast bei dem hier. Kannst ja noch anpassen. Das wäre hier so in der Art, das dann so. Zum Brand hier. Und da gibt es einen Untergang. Können wir das anpassen, dass man hier. Das ist Tag hat. Oha. Kann ich das hier so ran? Und wir lassen die. Ich habe eine Idee, vielleicht können wir mit der Straße erstmal so ein außenstehendes. Die uns für uns so ein bisschen für die Parkmitarbeiter machen. Schon gleich dranhängen. Ein bisschen so Verwaltungszeug Impact. Das aber dann in den Schatten von den restlichen Parkstellen. Den Marktplatz können wir auch nochmal wieder gebrauchen. Können wir diese ein bisschen kombinieren.
Genau so, dass man halt hier so geht der Weg ab Richtung Dingens, aber hier geht doch der Park los. Das will ich jetzt nur noch wegnehmen, wenn es geht. Kann man ihn löschen? Bestimmt irgendwie. Abreißen. So ein Schnee ist ein bisschen verwirrend. Jetzt will ich das aber noch ein bisschen und schwebt aber hier ein bisschen über der Erde. Laternen müssen auf jeden Fall behalten. Schiebt das insgesamt über die Erde? Mal alles markieren. Mehrfach auswählen. Will ich da hinten nicht? No, jetzt mache ich den Eingang hier weg. Nicht. Ich kann hier noch ein paar Bäume stehen. Ich war jetzt doch an der Höhe. Die Bahn hier auf dem Boden stehen. Die Platzierungen sind hier ein bisschen Sachen gut zu platzieren. Aber die sind doch nicht alle auf einer Höhe. Patienten auf dem Boden stehen, das wäre wichtig. Hat jemand die Vorlage schlecht gebaut? Die Plattform ist doch noch unter der Erde. Oh je.
bis ich mal was geschissen bekomme. Jetzt muss die jede Fackel hier einzeln nochmal runterbringen. Aber das. Also die Beute stehen ja schon mal halbwegs. In einer Reihe. Auf dem Boden. Den Baum mal lieber hier noch mit dazu stellen. Du bist doch hier davor. Das ist die tragende Säule von dem Haus. Wo wird das hin? So würde ich sagen, hier. Einen Stein noch eine. Schaut mal, wie die Lampe los. Das müssen wir duplizieren und mehrere davon damit reinbauen. Die Lampen sind sehr schön. Jetzt habe ich mir das irgendwie gedacht, so jedes Mal wie so einen schönen großen Parkplatz. Vielen Dank. Dann erstmal aufhängt, aber in der Mitte geht es dann weiter. Deswegen muss man das auch erstmal hier das Licht immer. Ich muss die Bäume erstmal wegpacken. Das, was hier im Weg so drum steht, erstmal hier hinten. Da ziehen wir später dazu.
Was hat die noch deutlich? Jetzt habe ich das in das Haus hier reingepackt. Deutlich große Runden ziehen. Das Gebäude hier zum Beispiel muss sehe ich hier abschließend am Ende hier. Hier noch so ein zweiter Weg, der dann wir könnten, da könnte man dann hier Notfallstationen und so weiter hinbauen, Infostände. Hier kommt eine große Platz. Könnte man auch vielleicht mal gucken, ob der Marktplatz noch davon mal ein wieder verwenden können. Die sind aber in einem ganz anderen Stil. Jetzt werden wir das noch mit duplizieren hier. Ist man hier Platz frei, dass man da durchbauen kann? Und auch noch irgendwie einen Durchgang hin. Das doch auch hier doppelt, wenn man es ein bisschen schräg macht. Jungen.
Muss einen Platz haben. Man so ein bisschen auch naturmäßig. Sehr schön. Ich kann auch dann so ein bisschen Holzweg machen. Oder hier, der hier. Jetzt natürlich ein Weg, der man die so lange kann, aber nicht muss. Ja, hier genauso. Zeit. Wird uns lang gehen, aber nicht, was einer irgendwie zwingt. Doch immer richtig nice aus. Gut, noch mal ein kleines Karussell oder so hin. Kleiner Stand.
das muss ich jetzt irgendwie noch verbinden. Scannende Abrunden durch. Jetzt mache ich keinen Gewinn mehr oder was? Die Leute kommen schon in den Park. Oh ja. Wo laufen die denn da hin? Und jetzt hier noch geht das Druckplan aus. Damit können wir auch ein bisschen was abstecken. Das ganze Ding hier mal. Ja, fast. Sehen, man macht das hier auch. Ein bisschen in die Richtung. Sind hier beide bei dem Einriss, alle hier bei dem Einriss drum. Das ist das einzige Gebiet, wo man schon hin kann. Nee. Der Stand. Passt ja perfekt.
Das muss das direkt nehmen, was du kommst, noch ein Missstand. Kommt sich das hier irgendwie zusammen, aber was los? Ist irgendwie überflüssig geworden. Noch zwei von diesen Piraten. Joa. In das Gebäude hier liegen. Das hat ein bisschen verschieben. Ja, das wird hier noch. Wir sollten da sehr bald auch mal eine Achterbahn irgendwo hinstellen. Irgendein Fahrgeschäft. Damit die Kunden nämlich. Damit sie nicht ungeduldig werden. Was man hier schon verbinden kann. Das ist identisch an der Rüstung. Hier noch was hin und hier noch was. Das Ding kann nicht weg.
ist in der Höhe verschoben. Das meiste ist natürlich nur Deko. Luftfliegengestein, wie schön. Das muss der halt einzeln untersetzen. Ständchen. Gerne geben hier noch überhaupt keinen Sinn. Erstmal den hier platzieren hier. Servicegebäude. Imbiss. Die Toilette sollte ich auch unbedingt irgendwo hin. Mehrere Eingänge für meinen Eingang zu erreichen. Okay. Interessant. Sehe ich gerade keine. Das könnte man doch jetzt Toilette statt dem einen Gebäude hier. Das hier abreißen und stattdessen. Riesige Toilette. Oh je. Schwebt das Ding in der Luft. Das ist das Anfangsding. Oh Gott, ich kann dieses Spiel nicht.
wie vielen Bestandteilen besteht das Ding jetzt hier? Da hätte ich auch gerne genommen. Oh je. Wieso müssen wir das eigentlich beim laufenden Betrieb machen? Und warten nicht, bis das hier ein Stück aufgeräumt ist und vielleicht da was übersehen. Parkschule startet oder was zum. Müsste man hier vorne hin. Fast. Vergisst man ganz die Zeit, wenn man so konzentriert ist. Das müssen wir später nochmal im Detail. Ich muss erstmal das ungefähr Käufer brauchen wir jetzt auch noch. Wir haben doch gar kein Geld mehr wahrscheinlich. Man hoffen für Käufer. Ich hab doch hier gerade 5 platziert. So, das muss doch jetzt so erreichen. Und was ist das hier? Hier wollte ich noch einen Service bringen wollen. Toilette habe ich hier schon. Geht oder not. Können wir hier noch ein paar Gebäude?
Okay, ist aber zu. Können wir eine Warteschlange vors Klo platzieren? Mist. Ich noch einen Weg verbinden. Schade. Muss hier noch irgendwie Infostand. Das braucht man noch. Hier ist eine Hilfeburg. Und ich wollte mir eigentlich hier hinstellen. Muss noch einen Weg hingeben. Jetzt bin ich irgendwie in dem drin. Souvenirnamen. Auch ganz wichtig. Unser Snackautomat und was drin geladen haben wir schon hier. Ja, und wenn es dann da durchgeht. Und im Wetterbaum. Hier haben wir erstmal so ein kleines Einkaufsviertel. Muss natürlich jetzt auch noch ein hübsches Hotel hier nehmen. Hier neben den angestellten Sachen, damit die noch was Besonderes fühlen, aber eher hier hin. So, Hotel, Parkhotel, Boothotel.
Das ist ja riesig. Auch nicht schlecht. Märchentil. Menschen denn schon. So, ja. Und der Weg hier noch. Welcher ist es? Klebersteinweg. Genau eben nicht. Der Weg ist gerade ein Weg. So, sehr schön. Der Weg ist nicht gerade, aber. Nun ja. Ein bisschen hoch, aus der Perspektive der Leute. Bin ich nicht an, die müssen wir noch irgendwie. Ich muss noch hinkriegen. Du willst hier was zu trinken. Was Süßes. Oder auch nicht. Das ist unentschieden. Wir hier ineinander reinlaufen. Ja, hier müssen noch wirklich ist ein paar bisschen was muss dann gebaut werden, aber den Anfang. Kommt hier gerade rein. Oh Gott, die. Die Mauer steht zu weit oben. Gut, dass man das mal aus der Perspektive sieht. Was für eine Peinlichkeit. Ich könnte man die Wege durch diese Grenzen laufen lassen. Ich muss das ganze Schloss hier nochmal nach unten bewegen.
den dann noch kennen. Kann denn das passieren, dass hier noch keinen Verkäufer gibt? Ich sehe hier wieder irgendwas und kommt dann nur die halbe Mauer runter. Dachte ich mir. Wenn ich hier das hier mache, dann mache ich auch den ganzen anderen Rest. Du musst ja den Boden mal anpassen. Die laufen doch Verkäufer rum. Das ist nie das Problem. Du musst die aktiv irgendwo hinzuholen oder? Kann das sein? Uff. Arbeitet hier wirklich, das artet hier wirklich in Arbeit aus. Wahrscheinlich immer noch nicht auf der Höhe. Hey, die ist auch gleich. Ganz weg. Steht die auch nicht auf der Höhe. Alter, verdammt. Machen wir jetzt was ganz.
ganz clever, was mache ich hier mal? Terraform. Fundamenthöhlen, das ist mal was Wichtiges. Dem hier passiert es mir unklar. Mach's weg. Noch abenden, da war. Ah, jetzt laufen sie wieder. In dem Haus schon hier. Zu fackeln müssten wir mal. Ah. Die Bambusfackel verschwinden nicht das Haus. Oh, jetzt. Was für ein Wunder, sie zu geben. Heute hier.
Genau, noch so ein bisschen Gebäude hin. Willst du mich eigentlich holen? Welche denn? Wir sind hier noch keine Verkäufer. Ich hab doch hier schon genügend. Wofür bezahle ich die denn? Große Güte. Sich zu bewahren für die Leben. Der hier hat noch keinen Namen. Er ist nicht erreichbar. Doch hier. Ja, ich weiß ja nicht. Kann man ein bisschen Eintrittsgeld verlangen. Das ist mir dann kostenlos. 6 Uhr Eintritt. Dann wir 4. Der ist auch umsonst nur was. Fehlt im letzten Moment. Oh, hier kann man reingucken. Was ist zum... Und dann kann die Feature müssen ja teurer werden. Hier ist die Hilfe. Ich kann das Problem noch anpassen. Bist du wohl? Information. Was
So, das hat eine Rückseite irgendwie. So, hier, ja. Deswegen, dass hier noch kein. Da muss noch ein Weg hin. Das sind Zweiergebäude. Das hat auch keinen Zugang. Sind bestimmt noch zwei, drei Leben hier durch die Steine fahren. Dicht werden. Dann können wir später auch nochmal hinplatzieren. Kein Wunder. Beschwerden kriegen. Da sollen sie jetzt mal hin. Mal schön miteinander verbinden. Durchsetzt auch noch irgendwelche Restaurants. Sieht doch schon besser aus. Läuft da einer hin? Cosmic Milchshakes. Chief Beef. Reiz. Das waren die alle. Na, fantastisch. Können wir hier noch einen Weg hinbauen? Und noch eine Toilette hin. Viel besser. Mm,
Jetzt ist hier ein richtiges Dorf hier schon entstanden. Jetzt können wir mal langsam mit den Attraktionen anfangen. Jetzt braucht sich ein großes Fahrgeschäft. Eine Hauptattraktion. Und Riesenrad. Tornado. Mouse Maze. Nee, lass mal. Der Tornado sieht gut aus. Naja, mittelmäßig. Mit dem hier. Wie heißt der so, wie er heißt? Wir müssen auch wahrscheinlich auf den Berg bauen. Wo ist der Eingang? What the fuck? Was zum Crap. Was haben wir hier? Es hört sich nach sehr viel Party an. Eine Indoor-Achterbahn oder was? Ja. Thematisch hier überhaupt nicht hinpassend. Das ist ein anderes Gebiet. Was macht das, den ich hier gerade romantisch eingerichtet habe? Kommt hier aber trotzdem irgendwo einfach hin. Einfach so hier. Ach komm. Verarsch mich nicht. Schade, Mann. Das klingt ja auch nicht, oder was? Den kann ich.
Da muss ich noch mal gucken, ob ich hier irgendwo. Und dann ist das Workshop-Dings. Personal mit sehr viel. Sehr viel Verkäufer schon angestellt. Und wir könnten mal hier den Workshop gucken. Zu viele Gäste gebunden. So, um das zu nutzen. So einen Preis erhöhen. Park liegt zu viel Müll. Hat auch was. Und wie da hinten dran. Ich dachte aber, die würde ich tatsächlich mal wieder eher in die Seite packen. So Richtung Hotel. Das ist ein Riesending. Erst Fahrgeschäft. So ein Weg. Take mal zu verbinden. Als allererstes. Sehr schön. Ich brauche jetzt aber eine lange Warteschlange.
Unsere erste Adoption. Müsste man da nicht nur so einen Weg. Hier was. Habe ich schon einen platziert? Ein paar Schnellen machen. Hoppla. Nicht zu kurz. Die rote Schlange. Naja. Gab's noch was? Regen und Dank, den wir auch noch schaffen. Preise angeschoben. €19,90. Und die Farm können wir noch anpassen. Spätfarbe. Habe ich aber wahrscheinlich eh schon mehrfach. Ich will das nicht später noch probieren. Jetzt einen Weg hinkriegen.
damit die Gäste hier erstmal hinkommen. Sieht komisch aus, aber. Da kommen sie erstmal hin. Gab es noch Sachen mit Premium? Egal. Ob ich nicht. Technische Probleme einplanen. Nee, lass mal erstmal. Ich kann das mit Test-Durchlauf machen. Bevor wir das starten können. Ui. Eine Runde. Das ist ja wahr. Ein Sitz. Ach du Schande. Ach, die Dreck. Mit Wackeln am Sitzen. Warum? Und was in die Jahre spielen. Heilige Scheiße. What the fuck? Möglichkeit 100. Spaß 6,51, Nervkitzel 5,0, Möglichkeit 4,42. Ja, kitzige Zier. Umgekehrt auch. Das macht wohl viel Spaß. Spaß, das Wichtigste, das tut's. Na, dann kommt herbei. Ein Knoten eingetreten. Die Achterbahn startet. Hier müssen wir auf dem Weg ja nichts platzieren. Erstmal müssen sie den langen Weg dorthin finden. Da kommen die ersten Besucher. Der erstmal hier einen halben Tag durchs Feld unterwegs. Damit ich es platzieren will, ist auch nicht. Den ersten Hotel besuchen. Ist die jetzt teuer oder was?
Der ist nicht umsonst gelaufen. Ich bin Klamotten anziehen. Und gingen die alle wieder zu Trier. Gut. Du kommst nur unter Wert. 12,50. So, in die Kiste kommen. Immer noch zu teuer. Zwei BWL-Stunden sind reingegangen. Also ich kann das hier nicht verramschen. 9,90 €. Dann ist es aber auch. Geh doch zum Netto. Ist doch hier. Ein bisschen was muss das schon kosten. Ja, das passt. Ein paar Leute, die hier reingehen. Den Preis fast noch ein bisschen anheben. Die Verwirrung. Ja. Wow. Schon immer nach. Was steht hier an? Doch jetzt. Oh Schreck. Der bin geschrecken. Thank you.
Pinkschrecken. Junge. Jetzt müssen wir nochmal die Wege richtig hinkriegen hier. Dass das hier nicht so verschlingert aussieht. So, ich muss hier mal ein paar Menschen mischen. Das geht ja hier wirklich nicht. So, da muss dann hier noch einiges hin. Fahrgeschäfte. Hier ist auch 4. Und gruselig. Das packe ich direkt mal hier hin. Ich bin in der Fressmeile. Es muss schon gut sein hier. Nach dem Gefahr. Und den Ausgang. Preis. Der perfekte Preis. Oh,
zum Testen was mal. Okay. Oh no. Ach du Schande. Und die Musik passt. Wow, shit. Bei solchen. Ach du Scheiße. Ich würde mir sowas in die Hose machen. Wow. Hat mir jetzt schon jemand zuschauen. Heilige. Nee, lass mal nicht. Spaß, 4,5. Ich hab jetzt 4,94. Übelkeit 4,80. Hat geöffnet. Technisches Problem einplanen, was heißt das? Schleißung Prozent. Kann man direkt daneben so ein Kinderkarussell bauen auf die andere Seite. Ruhiges Fahrgeschäft. Bumping Derby? Hab ruhig gesagt. Weißruhen? Das muss doch immer sein, so ein bisschen neben so einem, so einem Action-Ding, so immer dann so ein eher so ein Kinderkarussell. So richtig. diese Tässchen. Waren hier genau das. Wenn man so denkt, so, okay. Passt jetzt zueinander. Mal, da werden die jetzt in Schlange stehen. Werden sich jetzt nicht drum kloppen, ein Tässchen zu fahren. Da können wir mal hier so eine kleinere Schlange machen. Premium-Pass. Wenn hier mal Premium-Pass mal versuchen. Muss dann irgendwo eine Abkürzung geben.
wenn wir schneller rein können. Schnell zu verkürzen. Premium Pass kostet dann natürlich noch ein bisschen mehr. Das habe ich zu teuer gemacht, damit die nicht mehr hingehen. Anfangszeit des Fahrgeschäfts. Bin geschreckt, das ist zu teuer. Und Mülltonnen müssen wir platzieren. Ey, der ist jetzt hier. Die ist nicht zu teuer. Das Ding hier. Machen wir mal einen Test hier. Yippie. Wie war das mit Ruhig im Fahrgeschäft? Eröffnet. Noch 54. Den Premium Pass irgendwo anpassen. Premium Pass, hier. Jetzt wird 13. Hier kannst du ja nur auf einen Namen jetzt drauf, aber egal. Ich würde hier auch einen Premium Pass einführen. Das findet ihr schon zu teuer. Für den Nutzen.
ein Fahrgeschäft. Wasserfahrgeschäft. Wasserpark müssen wir hier auch noch einbauen. Prinzessinnenpalast. Müssen noch ein bisschen den Berg anebnen. Oha. Ich muss hoch auf den Berg. Ich muss drum herum. So, von den Windhöhlen retten. Das muss aber ein bisschen. Ist auch noch ein Weg drauf. Nächstes Mal muss ich mir ein bisschen Soundtrack besorgen. Ein bisschen eine Playlist machen. Muss irgendwie runtergehen. Jetzt haben wir doch reingekommen. Ein Wasserkram mit auch was. Ist die Musik gerade so ein bisschen, hat ein bisschen was von Minecraft. Das ist gerade, wo wir die Terraform noch irgendwie passt. Monatlicher Profit minus 7000. Wir machen nicht mehr ganz so viel Profite, nicht mehr ganz so viele Verluste. Das ist nicht Schmutzwasser.
schon irgendwo ein Besen hinpacken. So ein Geschick am besten mal reindrücken hier. Das so ein bisschen rechtfertigen. Ich habe hier so einen kleinen Fluss drum gebaut. Den Boden gegraben. Konsequenterweise noch nach hinten hier. Oder unten runter verschwinden lassen. Nicht schlecht. Da wird doch was. Mehrere Diebstähle wurden begangen. Oh mein Sicherheitsdienst. Ich hab dich hinten bei mir. Dein Leben. Und die Parkspeichern sollten wir auch mal dringend. Verwaltung, Techniker sollten wir auch ein, zwei einstellen. Und ein Hausmeister, der für das Ganze hier verantwortlich ist. Nochmal drei. Können wir uns zwar nicht leisten, aber was so ist. Krass mit Kakao. Das ist eine Amme, die kommt hier hin. Ich
Der Bogarte Townsend verbunden. Hue, come on, let me be yours. Cosmic Cody sollte hier irgendwo laufen. Oh! Und Dino brauchen wir auch. So, ich hier mal den Weg zu Ende machen. Sieht hier hinten noch keiner. Muss ja nicht mal auf den Hügel liegen. Terraforming. Der ist noch Hügel sein. Natürlich in den Händen. Jetzt müssen wir noch einen Weg darauf finden. Okay, Wasser ist da schon drin. Verbinden. Oh.
Wie verknüpfe ich das denn jetzt hier? Mann. Können die Wege irgendwie anschreiben? Wir machen wahnsinnige Verluste. Das ist. Nur das nächste Buch. Man unterbewertet. Ach, tun ich das jetzt? Das muss jetzt irgendwo mit hier unten bauen. Sehr schön. Aber dass das nur der Ausgang ist, ganz schön dramatisch. Stöhnt mein PC hier so auf. Sich Geländern gepackt. Nur noch einen Weg rüber zum Eingang. So.
Ja, ich bin ein bisschen hier. So war es schnell. Versaut irgendwie den ganzen Graben, aber was soll's. Schief und schräg. So wie es muss. Warte, schnell ist denn wie lang? So ein Mist hier. Es gibt keine gerade Strecke hin. Okay, das ist noch irgendwann hier runter. Ich habe es dann nur hingekriegt. Jetzt geht nicht wirklich runter. Wie habe ich es bei dem anderen geschafft?
Dinge mitkriegt. Sehr natürlich hier. Der nur noch hier rum. Das hier muss ich irgendwie noch verbinden. Shit. Jetzt komme ich nicht mehr hier rüber. Ich komme mit der Brücke nicht zurecht. Und wie müssen wir das jetzt darunter kriegen? Hier aus Richtung, vielleicht können wir das damit machen. Nicht wirklich. Restos Richtung. Wie kriege ich die Warteschlange jetzt noch angeschlossen? In der Regel verbindet sich das irgendwann von selbst. Ein bisschen näher ranzoomen hier. Hier läuft nichts mehr. Geht auch nicht mehr. Ich sollte das Spiel hier mal kurz speichern. Das nicht noch als Engine benutzen. Ich dich auch.
Es wäre so einfach hier nochmal das Ding. Kommen ja auch nicht ran halt. Das einzelne Türme zu erreichen ist noch ein bisschen Perspektive. So, wie machen wir jetzt? Wo würde ich jetzt da runter? Was tue ich hier? Aber nee. Jetzt mal hier einen Wasserkran bauen. Deppert bin ich. Schöne Theorie in der Praxis. Ich ziehe jetzt hier einen Weg rüber. Scheiß für den Fluss, aber. Mit der Brücke ging es leider nicht. Nur jeden Berg hoch. Das Kindern ist unbedingt. Immer da irgendwie eine Schräge hoch. Ich hasse es. Kindes zu nehmen.
Und das wäre damit dann. Nicht so. Mich in Schrägen. Nein. Gleich. Ja, bist du schon der richtige Ansatz? Und ich habe jetzt hier. Und das letzte Stückchen. Uff, technisches Problem. Oberfläche kletten. Das Terraforming von diesem Spiel. Echt eine Scheiße. Was gemacht. Scheiße hier. Ja, komm. Los waren wir noch nie. Fisst mich Rollenspiel.
Ich will jetzt zu mehr Geld, das hier fertig zu kriegen. Das verfickte Spiel hier. Ich sehe auf der Uhr schon, dass hier schon. Längen überziehen. Wie bitte denn? Ist doch nicht. Dass der hier ein Hubeeren-Kenner ist. Aufbauspiel so nerven kann. Ach komm, nee, das machen wir mal anders. Machen wir das nächste Mal. Ist so eine gute Idee, aber. Du, das gehe ich mir mal anders. Ja, läuft hier schon zwei, drei Fahrgeschäfte und hier den Marktplatz haben wir ja schon eingebaut. Es läuft. Es war den miesen, aber es läuft. Ein Dieb wurde geschnappt. Nun sieht man aus, was durch der Beine angestellt. Das ist gar nicht mehr Türe, hier müsste irgendwo mit Kuh rumhupsen. Hier. Wir sind hier in Parkwood, höchstem Niveau. Die Kuh, die auf ihrem Euter durchs Gegend hüpft. Wink. Wink. In diesen Bildern speichere ich das nochmal. Na dann. Sag ich mal danke fürs Zuschauen.
Das war der erste Planet Coaster Stream. Spielen am Freitag nochmal weiter. Mal schauen, ob wir dann noch die Sachen der Schräge irgendwie hinkriegen. Wenn nicht, müssen wir einen anderen Weg finden. Irgendwie wird das schon. Na dann. Na, Uploads. Können wir sogar einen Workshop dann hochladen. Und der Park dann irgendwann fertig ist. Ja, mal schon. Ich würde sagen, ab in Endcards für heute. Und dann wählen wir noch wohin. Dann sehen wir uns am Mittwoch erstmal wieder zu Chaos und Deponia. Und am Freitag geht's dann Planet Coaster weiter. So ist der Plan. Ab in Endcards. I've been waiting.